Dragmon ist vom Typ her Wasser, deswegen Rankenhieb. Aber auch Konversion! Also Psycho ist es auch und da ist noch Step drauf, aber es zieht trotzdem nicht so viel ab. So, noch eins hat er. Hat er noch einen Lamas? Glaube ich kaum. Tackle. Naja, ja, der will sich einen Lamas holen, glaube ich. Damit er diese klassische Vorentwicklung-Entwicklung-Kombi hat. Das haben ja manche Trainer in den älteren Spielen. Deckel. Hey, Deckel. Der will 29. Ach, ich bin ja so neidisch. So, jetzt sind wir hier. Die kann man auch. Wir hätten auch außen rumlaufen können, aber ich will es jetzt fertig haben, den Felstunnel. Huch! Komm im Dunkeln bloß nicht zu nahe. Es ist nicht dunkel, ich hab's erhellt. Provenza. Holen wir Colotexo raus. Ja, ich steh drauf, wenn ihr mein Pokémon vergiftet. Besonders wenn es ein Knuffenser ist. Und mich mit Wickel noch zusätzlich attackiert. Oh Mann. So. Ah! So, tschüss, Wichser. Pipi. Sherlock. Das hatten wir ja vorher schon. Vor gut 15 Minuten, glaube ich. Okay, ich hole dieser Knosp raus. Damit haben wir drei Pokémon, die einen Status-Effekt haben. Oh Gott. Giftpuder. So, wie fühlt es sich an, vergiftet zu werden, hä? Aber noch nicht alles. Egelsamen noch zusätzlich. Als Vergeltung. Und Rankenhieb Angriff. Und Tackle. Es war zu dunkel. Ja, yeah, zwei Pokémon, die vergiftet sind. Du bist es, Pokémon. Lass uns kämpfen. Oh Mann, vier Stück hat sie. Wechsel. Pikachu, du bist zwar vergiftet, aber noch fähig zu kämpfen. Das Giftschall Pikachu. Donnerschock. Ah, Mann, nicht schon wieder. Jetzt bin ich genervt. Ah.
Wir kommen hier niemals raus. Wir werden hier für immer im Felstunnel gefangen sein. Nein! Kennst du diese Folge, wo Gronkh sein Portal in sein Baumhaus anzünden will und dann dabei sein ganzes Baumhaus angefackelt wird und er so schreit? Nein! Es ist so episch, was der da macht, der Gronkh. Alter Schwede. Alter Schwede, nee, Notch. Aka Notch Minecraft. Du bist ein hart. Nee. Du bist ein harter Brocken! Und das ist die letzte Trainerin hier in dieser Höhle. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Und ich bin hierher gekommen, weil ich hier hin muss. Mauzi! Okay, ich will jetzt nichts riskieren. Hypertrank. Auf dieser Knosp. Hypertrank halt 200 KP. Zack. Mauzi, ich gehe davon aus, dass Mauzi viele KP hat. Deswegen vergifte ich das erste Mal. Und E-Egel samt. Dieser Knosp hat dann jetzt richtig gute Attacken. Deswegen mache ich das eben so immer, damit es schneller vorangeht. Rankenhieb. Und Tackle. So bearbeitet man Mauzis mit einem Bisserknosp. Mirapler. Egal, Glut. Und Kratzer. Wir sind zwar bald draußen, aber ich will immer noch AP sparen. Ich weiß, wie sie brauchen. Kann nicht schaden, ne? Nein, Taubsi. Das kann Sandwirbel. Friss Donnerschock. Du Arsch. Und ich mach mal Pause bis dann. Hier bin ich wieder. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Der Schutz wirkt nicht mehr. Oh oh. Ist hier was? Nein. Ach, das ist mies von dem Macher, dass es so lang geht. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Tschüss. Felstunnel Azuria City Lavandier. Oh, frische Luft. Oh. Oh, jetzt kommt die Erleichterung bei mir. Ah, wir sind draußen. Und jetzt sind wir gleich in Lavandier und dann bin ich happy. Rot für eine Top-Ether. Ach, da ist der Pokémon-Turm. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, oh, ja, jetzt bin ich glücklich. Oh, alles ist lila. Oh, da kommen Erinnerungen auf. Ich liebe Lavandier, ist meine absolute Lieblingsstadt in Kanto. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal aus dem Felstunnel gekommen bin. Da habe ich mir gedacht, hey, wo geht's denn lang? Ah, wir müssen da runter. Und dann sehe ich diesen riesen Turm und denke mir, what the fuck, was ist das für ein großes Gebäude? Und dann sehe ich, hey, das ist auf dem Berg, ist das ein Berggebäude? Das ist dieses Gebäude hier, das ist der Pokémon-Turm. Alles gebirgig hier, ist ja schön. Silpsko macht das Unsichtbare sichtbar. Okay, aber bevor wir hier uns gegen die ganzen Träne hier in dieser Region hier messen, schalten wir erst einmal diese Träne hier auf diese Route aus, damit wir das hinter uns haben. Erdentragosso. Ankenhieb.
Black Monada. Oh. Kein Gegner für dieser Knosp, so. Unsere Pokémon haben schon Ende die 30 langsam. Außer unser Pikachu, aber das können wir immer noch trainieren. Hm. Ich bin nicht fit. Tja, meine liebe Pfadfinderin, dann werde fit. Ja, ich wette jetzt Konstantwirbel, wenn ich Pikachu einsetze. Darauf wette ich. Na, was habe ich gesagt? Ich kann Gedanken lesen. Ich kann die Zukunft voraussagen. Ruckzuckieb. Tschüss. Und Tauboga. Oh man. Donnerschock. Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Fenstein. Krankenhieb. Oh, nix. Level 30 für Bisa Knosp. Ja, Rasierblatt, super. Ich liebe Rasierblatt. Endlich kann Bisa Knosp meine heftige Attacke. Deckel. Juhu, in dieser Generation liebe ich Rasierblatt. Atsch! Testen wir sie gleich aus. Oh, die Berglust ist so wunderbar erfrischend. Nix. Okay, Rasierblatt. Yay. Oh, der ist gute Pokémon. Richtig entwickelt. Rot besiegt Wanderer. Ich kann wieder klar denken. Gut, dann setze ich Pikachu jetzt mal an die Front. So. Ah, ich liebe diese Stadt. Lila war früher meine Lieblingsfarbe. Okay, wir benötigen eine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Lavandia, die edle, violette Stadt. Und hier sage ich Tschüss für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns. Hallo Leute, willkommen in Lavandia. Der Ort des Grauens. Erkunden wir erstmal die Stadt. Mr. Future ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein?
Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Schauen wir uns die Karte an. Nein, nicht dich, Pikachu, sondern nur die Karte. Geh weg. Eine Karte. Jetzt sind wir hier. Gestartet haben wir unser Abenteuer, genau. Na, jetzt. Hier. Lavandia ist die östlichste Stadt Kantos. Zudem hat es eine Geschichte, was mit dem Tod zu tun hatte. Denn durch die Musik von Lavandia wurden 20 japanische Kinder in den Selbstmord getrieben. In der japanischen Version von Pokémon. Wegen den so hellen Tönen und so. Ich weiß auch nicht so genau was drüber. Am besten schaut ihr im Wiki nach. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Geisterspuk im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Glaubst du an Geister? Den Dialog kenne ich auswendig. Nein, tue ich nicht. Natürlich nicht. Und diese weiße Hand auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Was ist, wenn ich hier mache? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein. Nein, 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 nein. Also hier ist der Namenbewerter. Kann man seine Spitznamen deiner Pokémon umbenennen, wenn man damit nicht zufrieden ist. Ich hasse Team Rocket. Dragossus arme Mutter. Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Dragossus. Ich glaube, jetzt hätten wir Lavandia schon. Ist gar keine so große Stadt. Bis auf dem Turm hier. Wegen der Musik. Musik wurde dann, also das Spiel wurde dann in Japan verboten, die Pokémon-Edition, die japanische. Und dann musste der Komponist dieser Musik diese Musik ändern. Sodass es nicht mehr so, grelle, hässliche Töne gibt. Team Rocket wurde für Gold alles tun. Er würde für Gold alles tun, sorry, Deutsch ist schwer. Ich habe gesehen, wie Dragossus Mutter vergeblich versuchte, Team Rocket zu entkommen. Dragossus trägt auf den Kopf eine Schädelmaske. Man zahlt dafür jede Menge Gold, Geld, Kugis, Schotter, was auch immer. Ich studiere nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-AB, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Ja, im Supermarkt von von Prismania City. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte Pokémon wieder in Kampf wieder Kraft geben. Ja, haben wir auch schon eingesetzt im Felsturm, genau. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Was hast du denn? Superball, Supertrank, Beleber, Fluchtzeit, Superschutz, Gegengift. Gegengift ist uns ausgegangen. So, was hat er noch? Feuerheiler, Eisheiler, Paraheiler und sonst nichts. Gehen wir mal raus, so. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Okay, dann gehen wir mal rein. Na, Pikachu, wie geht's dir? Pikachu hat Angst. Ich bete für Pipi. Ich kann nicht mehr aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Vulcano, warum hast du mich verlassen? Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe.
Oh, da ist blau. Oh, die Musik hasse ich. Oh Gott. Hallo, Rot. Was machst du denn hier? Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Naja, nach dem Kampf wird das anders aussehen. Blau möchte kämpfen. Ein Ibita gerade inzwischen. Donnerschock. Und nochmal. Gut, was hast du jetzt noch? Ja, Pikachu hat 26. Yeah, Donnerblitz. Geil. Ich dachte, es lernt ein bisschen später, aber anscheinend lernt es in der gelben Frühe, Donnerblitz. Okay, dann lassen wir Donnerschock mal links liegen. Denn Donnerblitz ist quasi nur ein Upgrade zu Donnerschock. Er hat ein Magnetilo gefangen. Aus Angewohnheit lasse ich einfach mal Glutexo ran. Mit Geowurf. Das zieht ihm jetzt 30 KP ab. Mal schauen, wie effektiv es ist. Ja, sehr effektiv, gut. Und das Ganze nochmal. Und das wird er nicht überleben. Ein Muschas. Da lassen wir Pikachu wieder ran. Weil dieser Knoss ist ein bisschen falsch, denn ich befürchte, dass dieses Muschas hundertprozentig Aurora-Strahl kann. Ja, ich meine Aurora-Strahl bei Muschas. Ja, ich weiß. So, das ist ein One-Hit-Treffer. Was hat er noch? Ein Sandan. Dann lassen wir Shillock ran. Shillock hat seinen... Jetzt können wir langsam die Typen ausspielen gegen die ganzen anderen Typen. So, Boden ist schwach gegen Wasser, deswegen habe ich Shillock eingesetzt und Wasser-Attacken ohne seinen Boden-Pokémon. Okay, was hast du jetzt noch? Dein Evoli, oder? Jawohl. Evoli, lass ich dieser Knosp ran. Und damit setzen wir unsere Rasierblatt-Attacke ein. Ah, fast. Ein Trank, okay. Okay, dann das Ganze nochmal. Und das war's. Rot besiegt Blau. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es etwas zu locker angegangen. Wie macht sich dein Pokédex-Kumpel? Ich habe ihn kürzlich in Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Und ich mache jetzt auch mal kurz Pause. Bis dann. Weiter geht's. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Hypskop, um sie zu erkennen. Ach was, das brauchen wir doch nicht. Meine Pokémon können gegen alles antreten. Gehen wir einfach mal weiter und lassen die Trainer aus. Scheiße, jetzt können wir nicht vorbei. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Oh! Was ist das? Oh. Geist taucht auf. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Okay, greifen wir es mal mit Donnerblitz an. Pikachu kann sich vor Angst nicht bewegen. Hau ab, verschwinde! Na los, Pikachu! Hau ab, verschwinde! Was ist, wenn wir einen Ball schmeißen? Es weicht den Ball aus, dieses Pokémon lässt sich nicht fangen. Okay, dann vielleicht ein anderes Pokémon. Hau ab, verschwinde! Na los! Akku-Knarre! Schneller kann sich vor Angst nicht bewegen. Ach Mensch, meine Pokémon sind solche Weicheier. Okay, also hier zu kämpfen ist ein bisschen falsch. Gehen wir mal raus wieder. Noch ein Geist.
Ghosts, Ghosts, Ghost Toast. Also gut. Hier können wir nicht hin, weil unsere Pokémon Schiss davor haben. Aber gegen die Träne könnten wir doch eigentlich kämpfen, oder? Na komm, gegen die Träne kämpfen wir noch. Wir können zwar nicht gegen die Geister kämpfen, aber gegen die Träne können wir immer kämpfen. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. Oh, die Musik ist so scheiße. Verschwinde, böser Geist! Ein Nebulok. Nebulok ist ein Geist-Pokémon. Und ein Gift zusätzlich noch. Autsch, Nachtnebel. Nachtnebel ist eine Attacke wie... Wie soll ich sagen? Könntest du vergleichen wie Geowurf. Zieht es je nach der KP... je nach dem Level zieht Schaden ab. Puh, der Geist ist verschwunden. Also die Exorzistinnen hier, die Tränen hier, die sind alle von den Nebulaks besessen. Und sie müssen alle ausschalten, damit sie wieder normal werden. Nebulak, Level 24. Ist gut, Geister-Pokémon können wir nicht mit Normalattacken, mit Kampfattacken. Oder mit. Ja. Also mit Kampf und Normalattacken solltet ihr kein Nebulok angreifen. Und Nebulok mit solltet ihr auch nicht mit Giftattacken angreifen. Das ist nämlich nicht sehr effektiv und vergiften könnt ihr Nebulok auch nicht. Scheiße. Jetzt setze ich den Tropftrank ein. Schlecker kann paralysieren, es passt auf die Schleckattacke auf, also Nebulak ist ein gefährliches Pokémon. Pikachu war verwirrt, okay. Könnt ihr sogar fangen, wenn ihr wollt, aber ich will es hier nicht haben. Level 27 für unser Pikachu. Was mache ich hier? Da oben ist noch eine. Ach Mensch, die Geister nerven. Flucht. Ja, wisst ihr was? Ich hole es, wenn ich Silskop. Wenn wir das Silskop haben, gehe ich nochmal rein. So kann ich doch nicht kämpfen, wenn hier lauter Geister auftauchen. Außerdem ist die Musik eh scheiße, das hebe ich mir für Schluss, für später auf. Alles klar. Eigentlich wollte ich zuerst in den Pokémon-Turm und euch zu zeigen, was man da braucht, um weiterzukommen in den Pokémon-Turm. Wir können ja nämlich noch nicht so richtig weiter. Aber das zeige ich euch ja in einem anderen Let's Play mal. Aber hier will ich das jetzt je nach der, also so storygemäß machen. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Oh, nee, machen wir es anders. Jetzt haben wir ja so viele Möglichkeiten, deswegen muss ich ein bisschen umdenken manchmal. Gehen wir erstmal hier unten, damit wir unser Pikachu trainieren können. Das ist hier die Wasserroute, von dem ich euch erzählt habe. Da. Route 12, Norden Lavandier.